Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 21. September 2017? Neumond ist vorbei, die zunehmende Mondphase hat begonnen. Etwas vermehrt sich, etwas nimmt zu. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Waage und das gibt natürlich auch die Leichtigkeit. Und wir erleben den Tag die Waagengeborenen. Die Waagengeborenen haben gerade eine tolle Ausstrahlung. Sie achten auch auf ihren äußeren Erscheinung und sie beeindrucken andere Menschen. Die Waagengeborenen haben mehr Erfolg heute, wenn sie auf ihren Intuitionen vertrauen. Und die Waagengeborenen haben auch Gewinnchancen, vorausgesetzt, dass sie nicht zögern, sondern spontan handeln. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen verspüren eine gewisse Leichtigkeit. In den kommenden Tagen kommt mehr in Bewegung und es ist zum Erwarten, dass es kleinere Veränderungen gibt. In die Liebepartnerschaft beginnt eine bessere Zeit für die Skorpiongeborenen und die Skorpionen haben auch Gewinnchancen gerade. Die Tierkreiszeichen Schützengeborene ist mehr Leichtigkeit, auch mehr Bewegung, es ist besseren Handlungen. Aber sie sollen auf die Gespräche achten, weil da sind Missverständnisse möglich oder ein Streitgespräch. Es ist auch gut möglich, dass die Schützengeborenen auf eine Nachricht warten und es kommt noch nicht und das bedrückt die Schützengeborenen. Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen verspüren eine gewisse Unruhe im heutigen Tag. Ein bisschen Geduld noch, das beruhigt sich schon in die kommenden Tage. Trotzdem ist alles in Ordnung und haben die Steinbockgeborenen Sicherheit, Stabilität, eine gute Zeit in der Liebe, Partnerschaft und auch eine gute Nachricht zum Erwarten. Diese Unruhe, das betrifft eher den eigenen Gefühlszustand. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen gelingt heute etwas leichter, also es ist Glück und Leichtigkeit ist spürbar. Die Wassermanngeborenen sollen auf die Informationen achten oder auf den Gesprächen, weil das kann zu Missverständnissen führen oder etwas ist undeutlich oder unklar oder bei einem bestimmten Termin sind noch Zögerungen da oder ein Vertrag muss noch überprüft werden. Also lieber zuhören oder nochmal nachfragen. Bei Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist die Einflüsse von außen verursacht gerade bei den Fischengeborenen eine gewisse Unsicherheit. Und die Fischengeborenen sollen heute auf ihren eigenen Intuition vertrauen und ihren eigenen Meinung vertreten. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen brauchen die Gleichgewicht, auch in Liebe, Partnerschaft, aber auch in beruflichen Situationen. Noch etwas ausgleichen oder vergleichen oder einfach im inneren Gleichgewicht bleiben und erst dann handeln. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen fühlen sich ein bisschen unsicher, aber ansonsten ist alles in Ordnung. Es ist Stabilität und Sicherheit, auch in die Liebe, Partnerschaft, auch beruflich und auch in finanziellen Hinsicht. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben mehr Leichtigkeit, aber sie sollen auf den Gesprächen achten, weil das kann zu Missverständnissen führen oder zu Streit. Kann auch passieren, dass die Zwillingsgeborenen auf eine Nachricht warten und es kommt noch nicht und deswegen sind die Zwillingsgeborenen vielleicht enttäuscht. Es handelt sich um Gespräche, da sind Einschränkungen da. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist gerade ein beruflicher Aufstieg, aber sie sind noch ein bisschen unsicher und sie haben noch ein bisschen Zweifel bei ihren Entscheidungen. Bei Tierkreiszeichen Löwengeborenen verläuft etwas ruhiger, aber sie spüren die Leichtigkeit und die Löwengeborenen können damit rechnen, dass unerwartete Ereignisse kommen.
Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren ist viel in Bewegung gerade. Auch berufliche Aufstieg, Gespräche, Kontakte. Die Jungfrau geborenen haben auch Mut und Kraft, sich zu beweisen. Und jetzt kommt Thema Liebe auch noch dazu, weil in diesem Bereich bewegt sich auch einiges bei den Jungfrau geborenen. Diese tägliche kosmische Energie beeinflusst unserem Leben, beeinflusst unserem Alltag. Aber wirkt auf jeden Mensch anderes. Ich kann hier unterscheiden bei den Tierkreiszeichen, aber das ist immer noch nicht individuell. Weil jeder Mensch ist einzigartig, jeder Geburtshoroskop ist einzigartig und wenn jemand das maßgeschnitten möchte, diese Tagesenergie, weil er einen bestimmten Termin hat, dabei kann ich Ihnen gerne helfen. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.